Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Wenn du außerhalb von YouTube noch mehr von mir sehen möchtest, mehr Einblicke in meinen Alltag, weitere Inspirationen, Input und Motivation, dann folg mir doch sehr, sehr gerne auf Instagram auf Finde dein Mama-Glück. Mein Instagram-Account findest du unter diesem Video verlinkt. Und jetzt ganz viel Spaß mit dem folgenden Video. Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe euch in meiner Insta-Story immer mal wieder das Buch gezeigt, was ich gelesen habe, und super viele waren auch an dem Buch interessiert. Und deswegen möchte ich das hier in diesem Video kurz einmal vorstellen. Und zwar ist es dieses Buch hier. Ihr könnt ihr gleich mal gerade in die Kommentare schreiben, wer das schon mal irgendwo gesehen hat. Ich finde, das ist so ein populäres Buch geworden, um was man gar nicht mehr drum herum kommt. Man sieht es einfach ständig auf Social Media. Und zwar ist das Buch, von dem du dir wünschst, deine Eltern hätten es gelesen und deine Kinder werden froh sein, dass du es gelesen hast. Von Philippa Perry. Sie ist, meine ich, sie ist aus Großbritannien und dort war das schon ein Nummer 1 Bestseller. Und mich hat tatsächlich der Titel sehr angesprochen, weil ich ja auch der Meinung bin, wir haben ganz, ganz viel von dem, wie wir jetzt sind, einfach aus unserer Kindheit übernommen, was wiederum geprägt war von dem, was unsere Eltern in ihrer Kindheit erlebt haben. Und wir sind jetzt diese Generation von Erwachsenen, von Eltern, von Mamas, die Persönlichkeitsentwicklung machen. Und diese erste Generation, die das jetzt nicht an ihre Kinder weitergibt, was wir in unserer Kindheit erlebt haben, und damit authentische, selbstbewusste Mamas sind, die wiederum glückliche Kinder aufziehen. Und das, was wir jetzt für uns Mamas tun, das wirkt sich auf unsere Kinder aus im positiven Sinne und aber auch wiederum auf unsere Enkel, weil wir das jetzt unterbrechen können, unsere eigenen Erfahrungen und Prägungen aus der Kindheit wiederum an unsere Kinder weiterzugeben. Wir haben jetzt die Chance, diesen Kreislauf zu durchbrechen. Und deswegen hatte mich das von dem Aspekt her schon sehr interessiert. Und ich weiß, viele von euch haben so gesagt, ich habe es auf meiner Leseliste, ich weiß nicht richtig, oder ich habe es zu Hause liegen und ich nehme mir die Zeit nicht dafür. Das ist so ein Buch, von dem ich sage, jeder Elternteil, jede Mama sollte es gelesen haben. Hier geht es nicht darum, du darfst das und du darfst das nicht. Es richtet sich nicht an eine bestimmte Erziehungsform. Es richtet sich an kein bestimmtes Kindesalter. Hier ist wirklich von Säugling, Kleinkindalter an bis zur Pubertät alles mit vertreten. Und so wichtige Dinge, so wichtige Dinge. Und wieder diese Aha-Momente. Deswegen ist mein Kind so, das kann ich verändern. Und meistens sind es so kleine Veränderungen, die so viel bewirken können. Um einfach so diese Wechselwirkung zu verstehen. Und für mich war ganz, ganz interessant, gar nicht aus meinem persönlichen Erleben, sondern weil ich das in meinem Umfeld erlebe, nervige Kinder sind nicht einfach nervige Kinder, sondern wir Erwachsenen erziehen uns nervige Kinder heran. Und das, was bei uns zu Hause zum Beispiel schon gut funktioniert, ist dieses Leben auf Augenhöhe und nicht im ständigen Kampf und Gerangel sein und irgendwelche Machtpositionen missbrauchen. Und was die Autorin sehr gut macht, finde ich, ist auch, sie sagt nicht, du musst das jetzt so machen und mach es so nicht. Sie sagt gerne mal, ich finde das und das gut und das nicht so gut. Aber sie drückt dem Ganzen nicht so einen Stempel auf, von wegen, du musst jetzt sehr streng erziehen oder du musst sehr lasch erziehen. Darum geht es, glaube ich, gar nicht. Und ich glaube aber auch deswegen findet sich jeder irgendwie da drin wieder und findet sich angesprochen. Und ich wollte euch gerne von dem Nachwort etwas vorlesen, weil ich glaube, dass das A das Ganze gut zusammenfasst, so einen Einblick gibt, wie das Ganze gestaltet ist und motiviert, das Buch tatsächlich zu lesen. Und zwar, dies zu tun, Vater oder Mutter zu sein, ist vielleicht nicht das Picknick, das Sie sich vorgestellt haben. Aber ich hoffe, es wird einfacher, wenn Sie die folgenden Dinge tun. Sie beseitigen alle etwaigen Blockaden aus Ihrer eigenen Kindheit. Die Wärme und Akzeptanz,
Körperkontakt, körperliche Präsenz und Verständnis hemmen. Sie schaffen zu Hause eine sichere, harmonische Umgebung, in der Differenzen gefahrlos verarbeitet werden können. Sie akzeptieren, dass ihr Kind mit Menschen jeden Alters spielen muss. Beruhigende Erfahrungen und viel Aufmerksamkeit und Zeit von ihnen braucht. Sie können Situationen sowohl aus der Sicht ihres Kindes wie auch aus ihrer eigenen Perspektive sehen. Sie können dem Bedürfnis ihres Kindes helfen, Wege zu finden, um auszudrücken, wie es sich wirklich fühlt und nicht, wie sie sich wünschen, dass es sich fühlt. Sie können seine Gefühle und ihre eigenen wahrnehmen, anerkennen und zu verstehen versuchen. Sie eilen nicht herbei, um ihr Kind zu retten, sondern helfen ihm, eigene Lösungen zu finden, indem sie ihm erlauben, Ideen zu sammeln, um Antworten auf seine Probleme zu finden. Sie sagen ihm nicht hektisch, was es tun soll. Sie setzen ihre Grenzen, indem sie sich selbst definieren, statt ihrem Kind zu sagen, wie es ist oder zu sein hat. Sie akzeptieren, dass sie Fehler machen werden. Sie können diese Fehler annehmen, ohne sich zu verteidigen, und die Situation reparieren, indem sie eventuell notwendige Änderungen vornehmen. Sie geben alte Dynamiken wie etwa das Gewinner- und Verliererspiel auf und verlegen sich stattdessen auf Kooperation und Zusammenarbeit. Und ich glaube, dass das wirklich, wenn man dieses Buch gelesen hat, so ein paar Dinge für sich adaptiert, einen großen Schritt hin zu einem harmonischeren Familienleben, Zusammenleben macht. Man reflektiert ganz viel sich selbst und kann dafür unseren Kindern, und das ist ein unglaublich großer Motivator, eine wunderschöne, entspanntere Kindheit bescheren. Und dazu brauchst du jetzt erstmal nur die Zeit, um 280 Seiten zu lesen. Es liest sich aber wirklich sehr schnell weg, weil man muss ja auch jetzt primär erstmal nicht alles zum Beispiel lesen. Also ich habe mir auch bewusst Punkte rausgepickt, weil ich habe zum Beispiel keine quengelnden Kinder oder lügende Kinder oder lügende Eltern. Deswegen habe ich die Kapitel zum Beispiel nicht gelesen oder da, wo es dann halt auch um die Pubertät ging. Aber was ich halt wirklich gelesen habe, waren so Sachen, wie wir unserem Kind anerziehen, nervig zu sein und wie wir diesen Teufelskreis durchbrechen können. Gar nicht so, weil mich das persönlich für unsere Familie interessiert hat, sondern so im Allgemeinen fand ich das richtig, richtig, richtig gut. Ich gebe nochmal so ein bisschen Einblick ins Inhaltsverzeichnis. Also es startet wirklich mit unserem elterlichen Erbe, was wir aus unserer Kindheit mitgenommen haben. Dann geht es so um die Umgebung des Kindes. Ne? Das war natürlich für mich als Alleinerziehende nochmal ein ganz interessanter Punkt. Teil 3 sind dann Gefühle, also unsere eigenen Gefühle, aber auch die Gefühle beim Kind und warum wir manchmal die Gefühle unserer Kinder so schlecht aushalten können. Teil 4 ist dann das Fundament, also da geht es halt los, ne, mit der Schwangerschaft, der Geburt, mit der Bindungstheorie, Babygeschrei und solchen Dingen. Dann kam Teil 5, den fand ich am interessantesten für mich, die Voraussetzung seelischer Gesundheit. Also dieses Kommunikation, Wärme, Wohlwollen, Dialog, Kindern helfen, sie nicht retten, ne, so dieses zur Selbstständigkeit erziehen. Dann kommt Teil 6, das ist das Verhalten. Jedes Verhalten ist Kommunikation. Da fand ich sehr gut diesen Vergleich Gewinner-Verlierer-Spiel, also dass man nicht immer darauf hinarbeitet, wer ist jetzt der Gewinner in einer Situation und wer der Verlierer. Da war das mit den Wutanfällen, mit Quengeln, mit dem Lügen. Dann geht es da auch um ältere Kinder, um Jugendliche, junge Erwachsene. Und das ist wirklich so ein Buch,
Wenn ihr ein Buch in diesem Jahr lesen wollt, dann lasst es bitte dieses sein. Es scheint optisch nicht so viel herzumachen, aber inhaltlich ist das wirklich bombastisch. Und wenn ich zwei Bücher benennen sollte, die man als Mutter gelesen haben sollte, ist es als erstes bei relativ kleinen Kindern Das gewünschteste Wunschkind und dann dieses hier. Das waren für mich als Mama die wertvollsten Bücher tatsächlich, die ich in der ganzen Zeit gelesen habe. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr das Buch schon gelesen habt, ob ihr es auf eurer Liste habt und ob ihr es jetzt lesen werdet. Und wenn ihr es dann gelesen habt, wie ihr es denn gefunden habt. Ich danke euch sehr fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Tag und bis bald. Tschüss! Wenn du dich jetzt inspiriert fühlst, mehr für dich und deine persönliche Weiterentwicklung zu tun, dann schau doch mal auf Elopage vorbei bei meinen Finde dein Mama Glück Kursen. Du hast hier oben zum Beispiel die Audiokurse für Selbstlerner. Da kostet jeder Kurs einzeln 24 Euro. Du hast hier die Wahl zwischen Die Kraft der Selbstliebe, Meditieren lernen für Einsteiger, wie du Schwierigkeiten besser meisterst. Und hier unten findet sich noch Mit mehr Selbstvertrauen Mama und Frau sein. Und wenn du sparen möchtest, kannst du hier auch für 69 Euro alle 4 Audiokurse im Bundle kaufen. Alle meine Audiokurse sind auf den Punkt gebracht, kurz und knapp, das, was wirklich wichtig für dich ist, was du wissen musst, mit Übungen, Anwendungen, Workbooks und Meditationen. Wenn du aber gerne anfangen möchtest zu meditieren, dann empfehle ich dir hier meine 3 Meditationskurse, die auch aufeinander aufbauen, wenn du das möchtest. Starte vielleicht mit Meditieren lernen für Einsteiger. Es sind immer 6 Module, a 6 Wochen und hier findest du zu deiner Meditationsroutine. Hier haben wir dann Meditationskurs 2 für Anfänger und Fortgeschrittene und Meditationskurs 3 mit 12 neuen Meditationen, ebenfalls für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet. Jeder Meditationskurs kostet 60 Euro und sowohl bei den Audiokursen als auch bei den Meditationskursen hast du alles als MP3-Download und kannst es so dann auch sehr, sehr gerne offline hören. Solltest du Fragen zu meinen Kursen haben, dir vielleicht nicht sicher sein, welcher Kurs gerade geeignet für dich ist, dann schreib mir super gerne eine E-Mail. Du findest alles unten in der Infobox verlinkt. Ich wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag. Tschüss!